Dazu lernen können wir immer in vielen Bereichen, aber um mal zwei große Blöcke rauszugreifen, ich glaube, dass wir einen echten Nachholbedarf bei der klinischen translationalen Krebsforschung, also der frühen klinischen Forschung haben, Innovationen zum Patienten zu bringen. Und das zweite ist die Präventionsforschung. Wir haben begonnen. Zum 1. Juni ist tatsächlich auch die Förderung gestartet worden. Ab 1. Januar nächsten Jahres fängt die institutionelle Förderung an. Wir haben versprochen, dass wir das NCT fertig am Ende dieses Jahrzehnts aufgebaut haben. Und das NCT versteht sich als ein NCT mit Eingängen an verschiedenen Orten. Das heißt, die Vernetzung ist in dem Konzept komplett integriert. Das NCT hat tatsächlich den Fokus auf diesen frühen klinischen Studien, die wir in Deutschland im Moment nicht gut machen. Wenn wir uns da international einordnen, dann sind wir tatsächlich am Ende oder ziemlich am Ende der Rangliste. Also das wesentliche Ziel, also von den Unterzielen mal abgesehen, das wesentliche Ziel der nationalen Dekade gegen Krebs ist, dass Deutschland am Ende der Dekade, es ist 28, ein nachhaltiges, innovatives, zukunftsfähiges Krebsforschungskonzept hat, was mit der Behandlung integriert ist. Und daraus ergibt sich, glaube ich, die Antwort zwangsläufig. Natürlich müssen wir mit allen Stakeholdern, die jetzt in der Dekade sind, zusammenarbeiten. Und da gibt es ein paar treibende Institutionen, die das nach vorne bringen müssen. Ich glaube, das ist in den letzten Jahren auch schon sehr offensichtlich geworden, dass diese Zusammenarbeit begonnen wurde, sehr intensiv begonnen wurde. Und die muss dann tatsächlich nach der Dekade tragen.